All die Radsportler und Radsportlerinnen hier im Hintergrund, die haben heute Morgen gefrühstückt. Und wir wollen wissen, was. Aber nicht nur bei den Profis, sondern auch bei den Jedermännern und bei den Jederfrauen. Was war heute Morgen auf dem Frühstückstisch? Toast, Nutella, Banane, Porridge und was es da noch so alles gibt? Oder doch das achtfache Omelette? Wir sind gespannt und fragen für euch nach. Wie weit fährst du heute? Die große Runde, also 106 Kilometer. Okay, dafür muss man natürlich auch gut frühstücken. Was hast du heute Morgen zugeführt? Porridge, also ganz klassisch, mit bisschen Obst. Okay, ist das so deine Tradition vom Wettkampf? Ja, gut verdaulich, schön viele Kohlenhydrate. Also, ja. Müsli und zwei Scheiben Brot. Na, ist einfach das, was es im Hotel halt gibt. Das Rennen bei euch auch weit über 100 Kilometer heute. Da muss man auch groß frühstücken. Was gab es bei dir heute Morgen? Zwei Brötchen und besser als hier Müsli. Einfach nur ein Toast mit Marmelade. Das ist ja völlig trostlos hier. Immer. Entweder Brötchen oder Toast mit Marmelade. Wie weit fährst du denn heute? Nur die 40. Heute ist es entspannt. Okay, ja, mit so leicht leerem Magen, da kann man natürlich dann schneller starten. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, bei uns ist der Großteil einfach Haferflocken und oder Porridge. Was frühstückst du standardmäßig vor einem großen Radrennen? Also immer relativ viel Brot mit Avocado und Ei. Immer gut für den Blutzuckerspiegel. Kleiner Tipp für alle Hobbyathleten. Avocado und Ei, langsame Blutzuckerausschüttung, sehr gut. Und dazu ein bisschen Müsli. Porridge. Vor 4 Stunden oder Haferflocken mit Milch und Müsli halt. Meistens esse ich gar nichts, aber wenn ich mal was esse, dann Haferflocken. Ja. Klassisch Müsli, Banane und eine Brezel hatten wir heute mal. Eine Brezel, hör mal. Der Geheimtipp ist ein Brioche-Brot mit Erdnussbutter, Marmelade. Müsli, ganz langweilig. Brot mit Nutella. Jedes gute Frühstück beinhaltet Nutella, das weiß man. Nee, das mache ich extra vom Rennen, weil ich denke, Nutella ist hilfreich. Nutella ist hilfreich, das kann man noch mal so stehen lassen. Wenn du jetzt einen persönlichen Koch mit dabei gehabt hättest, was hätte der dir denn zubereiten müssen? Frisch gebackenes Brot, das wäre schon mal gut. Selbstgemachte Marmelade. Aber nicht mit Nutella auch? Nee, da nicht. Aha, also wenn der Koch am Start ist, dann wird da nicht mit Nutella gearbeitet. Ja. Müsli reicht, alles gut. Ihr seid jetzt beim Team Sportforum mit Sicherheit ohne persönlichen Koch angereist. Wenn du einen dabei gehabt hättest, was hätte der dir heute Morgen zaubern dürfen? Ja, normales Porridge. Nee, ich denke auch, ganz normal Porridge. So jedes Mal eigentlich vor dem Wettkampf und klappt gut damit. Porridge läuft scheinbar für jeden. Ja, definitiv auch ein Porridge. Na, ich hätte das Gleiche genommen. Also ich glaube, selbst mit dem Koch würde ich dasselbe nehmen wie sonst auch. Alles klar, alle Radsportler auf jeden Fall anspruchslos, was das Thema Frühstück angeht. Ja genau, man muss es einfach halten und keine Experimente. Nichts anderes. Ja, definitiv, immer. Also nur Toast mit Marmelade, vielen Dank. Das war überraschend langweilig, um ehrlich zu sein. Die meisten Radsportler und Radsportlerinnen setzen auf Haferflocken bzw. Porridge, bevor sie auf die Strecke gehen. Ist ja auch verständlich, man möchte keine Experimente machen. Und da kommen Sachen wie zum Beispiel ein halber Hahn oder sonst irgendwas beim Frühstück eben weniger gut. Nur Max Walscheid, der hat sogar noch einen Tipp für euch dagelassen. Da sagen wir herzlich Dankeschön und ebenfalls sagen wir Dankeschön für einen Daumen nach oben für dieses Video und ein Abo auf unserem Kanal. Macht's gut, bis zu den nächsten Videos. Ciao, ciao.